Ein Apfel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Hier im Geldmuseum gibt es nicht nur einen davon, sondern gleich zwei Kisten. Im Gegensatz zu diesem Exemplar verderben sie aber nicht. Sie sind nämlich aus Holz. Und hier im Bereich des Geldmuseums, der einem Supermarkt ähnelt, verdeutlichen sie, was den Wert des Geldes ausmacht. Geld ist ein Tauschmittel, das letztlich dazu dient, gegen Güter eingetauscht zu werden. Zum Beispiel gegen Äpfel. Ob aber die Geldscheine und Münzen in unserem Geldbeutel viel oder wenig wert sind, bemisst sich alleine daran, was wir uns dafür kaufen können. Steigt beispielsweise der Preis für ein Kilo Äpfel von 1,99 Euro auf 2,49 Euro, sinkt die Kaufkraft unseres Geldes. Denn wir bekommen für denselben Betrag weniger Äpfel. Es ist die Aufgabe der Deutschen Bundesbank, als Teil des Eurosystems mit der Geldpolitik für stabile Preise zu sorgen. Damit wir uns morgen noch genauso viele Äpfel kaufen können wie heute. Weitere spannende und interessante Fakten zur Geldpolitik werden anschaulich hier im Geldmuseum erklärt. Mehr Informationen gibt es unter geldmuseum.de.